Hallo Kai. Hallo Tim. Wir sind hier gerade in Holland auf der Earth Convention dieses Jahr, die dieses Jahr in Holland stattfindet. Ja, sehr spannend, ja. Und haben gerade einen kleinen Moment Zeit, dass ich dich mal fragen kann. Du bist ja Regressionstherapeut, du bist auch Diplompsychologe. Ja. Warum verwendest du Regressionstherapie? Ja, weil sie so wahnsinnig hilfreich und effektiv ist. Ich arbeite ja schon seit über 20 Jahren als Psychotherapeut. Mhm. Und es ist sozusagen die Methode, die irgendwie am direktesten erlaubt, auch mit den Themen zu arbeiten, die in den Tiefen der Seele liegen. Ne? Also, und es ist halt nicht einfach alles mit der Familiengeschichte, mit der Kindheit, mit den Eltern erklärbar. Manchmal steht man da vor Rätseln, es ist alles unauffällig. Und über die Regressionstherapie, wenn man sozusagen die assoziierten Themen sucht, dann findet man Bilder, dann findet man Geschichten, aber es geht ja nicht nur um die Erinnerungen, sondern es geht ja auch darum, dass der Körper miterlebt, dass Gefühle auftauchen, dass da Prozesse in einer Sitzung erlebbar werden, die sonst manchmal über lange Zeit in der Psychotherapie nicht so leicht zugänglich ist und dass sich da auch ungeheuer viel lösen kann. Ja. Und 20 Jahre hast du Erfahrung als psychologischer Psychotherapeut, heißt das ja, glaube ich. Ja, genau. Und hast du die ganzen 20 Jahre schon Regressionstherapie gemacht oder hast du anders angefangen? Wie hat das bei dir begonnen? Es hat mit Familientherapie angefangen und dann den tiefenpsychologisch fundierten Therapiemethoden, die halt so mit den Erlebnissen aus der Kindheit arbeiten, hypnotherapeutischen Elementen. Aber ich war immer auf der Suche sozusagen nach dem, was noch hilfreicher sein kann. Und seit 5 Jahren habe ich mit der TASO-Ausbildung wirklich das gefunden, was meine Leidenschaft ist und was auch in der Psychotherapie, auch in Ergänzung zu den Richtlinienverfahren, auch mit einem ganzheitlichen, transpersonalen Hintergrund, auch spirituell aufgeschlossene Menschen sehr weit bringen kann und auch sehr schnell eigenverantwortlich unterstützen kann, ihre Themen zu lösen. Ja, also das heißt 15 Jahre ist so ein Entwicklungsprozess gewesen, dass der quasi kulminiert hat mit der Entdeckung des TASO-Ansatzes für Regressionstherapie. Kann man das so sagen, oder? Ja, ne, so, wobei ich immer schon mit dem Thema Schicksal beschäftigt war. Also was sind die unbewussten Wirkkräfte, ne, die uns sozusagen in unserem Lebenslauf begegnen, die Symptome entstehen lassen, die auch Lebensereignisse prägen. Und innerhalb dieser Suchbewegung, ne, die nur zum Teil auch durch das Psychologiestudium abgedeckt werden konnte, die mich auch zu Familienaufstellungen und anderen Themen geführt hat, die hat mich letztendlich zu dieser Rückführungstherapie-Ausbildung geführt, die über jetzt reine Reinkarnationserinnerungen ja gerade im TASO-Ansatz ein ungeheuer breites Spektrum an Hilfs- und Arbeitsmöglichkeiten bietet. Ne, über Energiearbeit, über Themen Familienenergien, Anhaftungen, verlorene Seelenanteile, wo man sonst irgendwie hier was sucht und da was findet. Und das ist sozusagen in einem Methodenpotpourri alles zusammengefasst. Und das ist halt fantastisch. Ja. Und jetzt hast du den Begriff Rückführungstherapie verwendet. Ich verwende das auch gerne so einfach synonym, Rückführungstherapie, Regressionstherapie. Wir haben ja bei TASO uns jetzt für den Begriff Regressionstherapie entschieden, weil wir es so aus dem Englischen übernommen haben. Ja. Und manchmal hat man so diese Diskussion, welcher Begriff ist im Deutschen eigentlich besser? Was ist da eigentlich deine Meinung? Welcher Begriff passt eigentlich besser auf die Arbeit? Hast du da eine Präferenz, oder? Also für mich meint es im Grunde das Gleiche, Regression und Rückführung. Ich verwende es halt nur in der Abgrenzung jetzt zur Reinkarnationstherapie, die jetzt halt hauptsächlich auf frühere Leben sich bezieht und jetzt diese Rückführungs- oder Regressionstherapie zum Beispiel auch einen ganz breiten Bereich Arbeit mit inneren Kindern aus der Kindheit
umfasst, was natürlich auch eine Überschneidungsmenge ist mit dem, was in der üblichen Psychotherapie verwendet wird, also oder in dem Mutterleib oder in die Schwangerschaftssituation, Geburtsrückführungen. Mhm. Da ist sozusagen das Spektrum noch wesentlich breiter gefasst und bezieht sich nicht nur auf frühere Leben, wobei natürlich auch die Gefühle, die ein inneres Kind haben kann, aufgeladen sein kann durch eine Todessituation aus einem früheren Leben oder was es halt so mitbringt schon bei Geburt, zum Beispiel Schreikinder, ja. So ein Rätsel, ne, sozusagen, ja. Kann mit der Todessituation aus einem früheren Leben zu tun haben. Ja. Kai, ganz vielen Dank, wir haben jetzt leider gar keine Zeit mehr, geht ja. Gleich weiter. Ja. Aber vielen Dank. Ja, gerne, Tim, gerne.